die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Dienstag, den 30. April. Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein Lastwagenfahrer mit seinem Gespann Montagnachmittag von der B6 abgekommen und in den Graben gerutscht. Laut Polizei war es ihm noch gelungen, abzubremsen. Ein Umkippen des Fahrzeugs konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt. In Niedersachsen ist die Zahl der Wolfsrudel auf 23 gestiegen. Das hat das Umweltministerium bestätigt. Das 23. Rudel hat sein Streifgebiet zwischen Visselhövede und Rodewald. Wolfsexperten kritisieren unterdessen Umweltminister Olaf Lies für die Verlängerung der Abschussgenehmigung des Rodewalder Wolfes. Die Märchenerzählerin Gudrun Radke kommt am 8. Mai nach Nienburg. Von 19 Uhr an erzählt sie im Schwarzen Keiler Märchen für Erwachsene. Am Vormittag ist sie im Landesberger Kindergarten Sonnenblume zu Gast. Ihren Auftritt hat die Kita bei einer Hake-Verlosung gewonnen. René Südow hat am Freitagabend im Nienburger Kulturwerk bewiesen, dass es für gelungenes Politkabarett einiges braucht, aber keine simple Bestätigung. In seinem Programm Die Bürde des weisen Mannes hörte das Publikum 2 Stunden lang ebenso viele geistreiche wie kompakte Schlussfolgerungen. Die Coverband Dire Straits spielte am Samstagabend groß auf im Nienburger Theater und das sehr zum Gefallen der begeisterungsfähigen Zuschauer im ausverkauften Saal. Zeitweise dominierte das Gefühl, dass man hier nicht nur von einer guten, sondern einer wirklich genialen Tributeband unterhalten wurde. Eine GTÜ-Prüfstelle für Autos, Motorräder und Traktoren öffnet am kommenden Montag in Stolzenau. Fahrzeugbauingenieur Friedhelm Koch hat 300.000 Euro in Neubau und Ausstattung der 100 Quadratmeter großen Halle investiert. Zum Sport. Beim Aufstiegsturnier zur Regionalliga scheiterte das erste TSZ Nienburg bereits in der Vorrunde. Die Latein-Tanz-Formation tritt damit weiterhin in der Landesliga an. Das TSZ richtete im Rahmen des 25-jährigen Vereinsbestehens das Turnier aus und freute sich über eine ausverkaufte MTV-Triftweghalle. Die Handballer der HSG bestritten am Samstag ihr letztes Heimspiel der Oberligasaison. In diesem Rahmen fanden diverse Ehrungen und Verabschiedungen statt. Allerdings wird kein Spieler das Team verlassen. Das gab es bei den Rot-Schwarzen schon lange nicht mehr. Zudem sagte Coach Carsten Thomas für die kommende Saison zu. 2 Badminton-Talente der SG Pennigsee Liebenau nahmen nun die Reise nach Regensburg auf sich, um bei der dortigen U22-Meisterschaft mitzuspielen. Thies Huth schied allerdings schon früh aus. Stina Vrehmann kam eine Runde weiter. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Dienstag oder unter www.diehake.de.